Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 6. Ja, wie schon erwähnt, ich werde mit Leon jetzt hier weitermachen und werde eben schauen, dass ich dann jeden Tag von jedem Charakter eins hochlade. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Machen wir ungeteilt natürlich. Schwierigkeit schwer, wie schon erwähnt. Ich möchte es nicht auf leicht spielen. Und wir spielen Leon. Natürlich. Spielen wir erstmal offline. Angriffsreaktion. Lassen wir nicht zu, weil dann kann ich wahrscheinlich... Bitte was? Nee, nicht zulassen. Was soll denn das? Unendlich Munition. Was? Spaßliebhaber? Jagd auf Agenten. Okay, ich lasse es einfach mal so, wie es ist, Leute. Ich werde es offline spielen und dann, wenn ich das dann fertig habe, das Let's Play, werde ich es natürlich nochmal online spielen. Aber nicht im Let's Play. Schauen wir mal. Gut. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und da geht's los. Bioorganische Waffen sind eine globale Bedrohung. Alle Nationen zusammen, wir tragen die Wissen an die Wahrheit ans Licht zu. Ich werde alles, um die Fakten offenzulegen, verursacht auf es wäre Zeit, wenn wir überhaupt eine Chance. Ihre Freundschaft war mir immer wichtig. Bleiben Sie, wo Sie sind. Herr Präsident! Das ist alles meine Schuld. Ich habe das getan. Was meinen Sie damit? Die Tall Oaks Kathedrale. Ich erkläre Ihnen alles dort, Agent Kennedy. Woher kennen Sie meinen Namen? Ja? Hannigan. Zum Glück sind Sie beide okay. Woher kennen Sie beide sich? Das ist Helena Harper. Sie ist seit letztem Jahr beim Secret Service. Ich bin so erleichtert, dass es Ihnen beiden gut geht. Also, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich brauche Ihren Lagebericht. Ich habe den Präsidenten erschossen. Phoebe war schon infiziert, als wir ihn gefunden haben. Leon, er hatte keine andere Wahl. Er hat mein Leben gerettet. Gott, steh uns bei. Okay, ich erstatte Bericht. Und Sie merken, dass Sie da sofort wegkommen. Der Virus hat sich schon 3 Meilen über den Campus hinaus ausgebreitet und lässt sich nicht aufhalten. Beeilen Sie sich. Zuerst müssen wir zur Tall Oaks Kathedrale. Agent Kennedy hatte eine Spur, die uns vielleicht zeigt, wer hinter all dem steckt. Leon, ist das wahr? Ja. Ich glaube, ich habe da was. Verstanden. Ich suche den sichersten Weg hinaus. Bleiben Sie auf Empfang. Ich habe eine Spur? Wenn Sie mit mir kommen, schon. Okay. Das kennen wir alles schon aus der Demo, Leute. Ich denke mal, wir spielen jetzt genau den ersten Part nach, den ich in der Demo schon gezeigt habe. Aber das ist ja nicht schlimm. Jetzt seht ihr es nämlich am Stück. Das letzte Mal habe ich alles zusammengeschnitten. Was ist das Besondere an dieser Kirche? Wollen Sie ein paar Sünden beichten? Das ist kompliziert. Wenn ich es nicht in der Kathedrale erzähle, glauben Sie mir nicht. Okay, scheinbar ist es doch anders, denn... Ja. Sie werden mir alles erzählen, wenn wir bei der Kathedrale sind. Okay? Okay. Okay. Oder? Ich weiß gar nicht. Es sieht zumindest jetzt... Ja, es sieht anders aus, ja. Definitiv. Das Gerät außer Kontrolle.
Oh Gott, da geht's schon los. Und da soll man einer sagen, es wird nicht gruselig werden. Ich denke mal, es hält sich in Grenzen. Da der Actionanteil doch recht hoch ist, wird es nicht so sein wie die klassischen Resident Evils. Aber ich denke mal, die Horrorfreaks unter euch, also auch ich, werden auf ihre Kosten kommen. Kein Strom. Kein Aufzug. Gut. Ja, wir können gar nicht sprinten jetzt im Moment. Ich kann nicht mal anzielen. Also anvisieren mit der Pistole. Ich denke mal, das wird jetzt auch noch so eine Art verlängertes Tutorial sein. Was? Sechs Uhr. Huh. Was ist denn hier? Da war wohl ein Buffet. Na, zumindest Brötchen und Kuchen oder sowas. Ich weiß ja nicht. Ich will ein bisschen schneller laufen gerne, aber es geht zurzeit leider nicht. Roger. Eine Teamtür. Wenn Sie einen sehen, zielen Sie am besten auf den Kopf. Verstanden. Ja, das sollten wir uns hier wieder angewöhnen. Oh, geil. Das sieht ja Hammer aus. Da war wohl eine Party. Hier sollte der Empfang stattfinden. Jetzt wäre gerade das Dinner serviert worden. Ob es Überlebende gibt? Das ist ja geil. Ich meine, mich erinnern zu können, dass damals ja schon eine Demo rauskam, zum Beispiel auf der PlayStation für die Dragon's Dogma Vorbesteller. Sich alles wiederholt. Es ist wie in Raccoon. Ja, ich werde es nie vergessen. Wir gehen zu Ihrer Kathedrale. Aber wenn Sie wirklich was hiermit zu tun haben, war's das mit Ihrer Freiheit. Ich weiß. Was? Ja, und ich glaube, die Demo damals, die spielte hier schon. Oh. Was war das? Ein Überlebender. Gehen wir. Warte mal. Nee, ich folge dem Schatten. Ja, beziehungsweise eigentlich dem Mensch. Es war ja kein Schatten. Ah, das ist schon cool irgendwie. Vor allem die Musik, hört ihr da? Oh, herrlich. Oh. Ja, die Umgebung ist ein bisschen interaktiv. Das heißt, wir können auch Sachen umschmeißen. Es ist nicht statisch, wie früher alles. Ich meine, sogar in Resident Evil 4 war es ja auch schon so. Da konnte man zwar Gegenstände zerstören, aber das waren ja meistens diese vorgegebenen, so Kisten oder sowas. Wow. Schneller, da ging die Tür. Da hinten. Komm, den kriegen wir doch. Der ist direkt vor uns. Okay. Halt! Nicht schießen! Hört sich gut an. Alles okay? Der Nebel. Was? Nebel. Wie aus dem Nichts. Liz! Warten Sie. Lassen Sie mich! Zu gefährlich. Meine Tochter, sie ist ganz allein, wenn wir nichts tun. Okay, verstanden. Sie können ihr nur helfen, wenn Sie leise sind. Haben Sie kapiert? Liz. Ist das Ihre Tochter? Gut, suchen wir sie. Leon, wir haben keine Zeit. Wir nehmen uns die Zeit. Richtig. Das finde ich toll. Leon ist ein Superheld, aber gleichzeitig hat er auch noch Herz. Wo bist du? Na, ich weiß ja nicht. Der Typ, das Husten, also... gesundes Hustenblut, aber... ich glaube da nicht dran. Wenn der nicht schon infiziert ist. Ihr habt's gehört, der Nebel, sagte er. Ich denke mal, da ist wohl... Oh Gott. Du sagst es, Helena. Da ist wohl was freigesetzt worden, was die Menschen verwandelt hat. Ratten. So als guter Tipp, wenn Ratten irgendwo hinrennen, folgt ihnen. Das ist, glaube ich, immer sicherer. Die haben instinktiv... Aufpassen. Alter Schwede, ist es jetzt dunkel. Die haben ja instinktiv schon mal eine Gefahrenerkennung. Warum habe ich kein Licht? Ich möchte gerne Licht haben. Geht das?
Oh, ich habe eine Taschenlampe am Kopf, seht ihr? Beziehungsweise am Ohr, so wie es ausschaut. Nee, doch an. Am Kopf. Boah, da oben. Der Kronleuchter dreht sich. Seht ihr das? Oh Mann, das ist schon ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Hätte ich doch nicht erwartet. Okay. Was denn? Was für ein Wind. Wir müssen sie finden. Ja, ist ja gut. Kommt schon. Werden wir. Folgen Sie uns. Ich kann Türen übrigens nicht mehr schnell aufstoßen, habe ich schon gemerkt. Das geht leider nur noch in dem Tempo. Sehe ich jetzt wenigstens auch, wohin ich ziele? Ah, das ist gut. Liz! Liz! Ich möchte aber gerne noch hier hochgehen, bevor wir jetzt dort weitergehen. Ja, ich weiß, ich bin da immer sehr bestrebt darum, alles zu finden. Oh, da liegt doch was, seht ihr? Halt, Spray. Wie viel Zeit uns wohl noch bleibt, bis diese Leichen auferstehen? Den Typen habe ich gar nicht gesehen. Oh ja, es ist nur Gewitter. Gewitter ist cool, ich mag Gewitter. Hätte auch eben so gut ein Zombie-Hund sein können, der jetzt durch die Scheiben springt. Da bin ich noch traumatisiert von früher. Und ich kann auch Waffen wechseln. Ihr seht's, wenn ich links und rechts und hoch und runter, kann ich dann auf Haltsprays und Granaten wechseln. Wie in der Demo, ganz genauso. Oh, Kumpel. Alles okay? Ja, wenn ich nur meine Tochter finde. Ja, und dann frisst du sie auf, weil du dich wahrscheinlich schon in einen Zombie verwandelt hast. Sie muss hier sein. Ganz sicher. Ja, das beruhigt einen doch. Wenn der Typ die ganze Zeit so komische Geräusche von sich gibt. Warte mal. Okay. Ihr kennt das. Wenn ich in eine Richtung gegängelt werde, gehe ich erstmal in die andere. Bitte, bitte, bitte keine Zombie-Hunde. Ich mag die Viecher nicht. Die sind sehr schnell und sehr aggressiv. Wir müssen den Aufzug wieder in Gang setzen. Warum? Ich arbeite hier. Ich habe die Schlüssel dafür. Wenn wir da sind, nehmen wir mein Auto. Zu faul zum Treppensteigen? Danke. So, finden wir Liz und verschwinden von hier. Die Liz? Schrift. Ja. Liz, bist du das? Ach, Kumpel, hör da auf, mich wegzuschubsen. Oh, Klavierspiel, hört ihr das? Ich glaube ja nicht, dass Zombies Klavier spielen können. Ah. Ist okay. Ist okay, komm schon weiter. Ah, ich kenne das Lied. Ist das Chopin oder... Ich kann ganz schwer klassische Musik benennen, aber man kennt es eben. Oder auch nicht. Oh Mann, das sieht sehr gut aus. Vor allem die Hände sind riesig groß, die Handabdrücke. Oder? Oh Mann. Wer hat da eben gespielt? Oh Gott. Hast du gespielt? Ach, das ist Liz? Liz! Oh, die sieht nicht gut aus. Papa, wo sind Mama und Leon? Sie sind schon draußen. Sie warten zu Hause auf uns. Was habt ihr da gemacht? Ich will es nicht wissen. Okay. Ich will mich trotzdem erstmal hier umschauen. Oh, Leute, ich habe so ein ganz... Die Luft ist total unheilsschwanger. Kennt ihr das? Wenn ihr schon wisst, es passiert irgendwas. Irgendwas liegt in der Luft. Und genau das Gefühl habe ich hier. Jeden Moment passiert was in dem Sinne von, einer der beiden verwandelt sich in einen Zombie oder es kommen Zombies durch die Türen. Die unterirdische Parkgarage. Oh, wenn sie gebissen wurde. Hoffentlich funktioniert er noch. Ist es doch eh schon zu spät. Aber ich finde die Animation sehr gut, muss ich sagen. Vor allem auch die Mimik der Charaktere sieht sehr echt aus. Oha.
Helena, ich hoffe, du bleibst bei mir. Was ich auch ein bisschen komisch finde, mal kann man schnell laufen, dann wieder nicht. Soll ich vorgehen? Ja, natürlich. Räumen wir das aus dem Weg. Roger, Roger. Kein Problem. Gut, dass Sie hier waren. Wer hätte sonst das Zeug bewegen dürfen? Dürfen vor allem. Ah, gut. Alter Schwede. Oh, schneller. Au. Nicht beißen. Au. Komm schon. In den Kopf. Oh. Das bringt ja alles nichts, ich meine. Oh Mann. Was mit dem Vater? Ich glaub das nicht. Müssen sie aber. Entweder sie oder wir. Und sie fackeln nicht lange. Warum musste das passieren? Ja, mein Gott, das sind Zombies. Ich glaube, wir sind hier drin nicht allein. Helena, nehmen Sie die Waffe. Oh. Alter. Oh. Roundhouse Kick. Oh Mann. Oh, ein Mensch? Na gut, wie lange ist die Frage? Ich habe keine Muni mehr. Nur noch das bisschen, was ich jetzt habe. In der Knarre. Uah. Seit wann können die so schnell laufen? Zombies! Yes! Vielleicht mehrere auf einmal. Oh, komm. Dreh dich auf den Kopf. Und ihr auch. Oh, nein! Nein, nein, nein. Oh, das war falsch. Bam! Also Leon ist schon übel, muss ich sagen. Der hat's drauf, einfach mal. Was lag denn da eben zum Aufsammeln? Hallo, da lag doch eben was. Spinne ich jetzt? Okay, hier ist... Ah. Er ist tot. Weg hier. Aber da lag noch eine Waffe auf der Motorhaube. Kann ich die nicht irgendwie... Die Munition? Nein. Was ist mit dir, mein Freund? So. Irgendwie hinterlassen die nichts, oder? Oh. Woher habe ich es gewusst, dass du aufstehst? Oh. Seht mal, den halben Kopf abgetreten. Oh Mann. Ein Loch reingetreten. Ist das böse. Das ist wohl unser Signal zum Aufbruch. Sie haben völlig recht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm hier. Okay.
Puh, krasse Sache, Leute. Ja, dann würde ich sagen, ich mache hier aber auch mal einen kleinen Schnitt, je nachdem, was jetzt kommt. Und, ja, es speichert, sehr schön. Gut, Leute, dann würde ich doch mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihr doch gerne einen Daumen hoch. Wenn nicht, einen Daumen runter, kommentiert, warum es euch vielleicht nicht gefallen hat oder warum es euch gefallen hat, wie ihr möchtet. Und ich sage, bis zum nächsten Mal mit Resident Evil 6.